Herzlich willkommen zu Break, dem Infomagazin im offenen Kanal Wernigerode. Mein Name ist Lisa Eigendorf und das sind unsere Themen für Sie. Die Klinik für Chirurgie lädt ein. Straßenbau unter den Zindeln in Wernigerode abgeschlossen. Und Evelyn Edler wirbt für Mentoring-Programm im Landtag. In diesem Jahr ist der grundhafte Ausbau der Georgistraße und der nördlichen Bodestraße geplant. Um den geplanten Bauablauf und die Planung zu erläutern und die Fragen der Bewohner zu beantworten, lädt die Stadt am 17. Juni um 18 Uhr in den großen Sitzungssaal des Wernigeröder Rathauses. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich am 30. Juni beginnen. Blickpunkt Auge ist ein kostenloses Beratungsmobil, das sich an Menschen mit Sehbeeinträchtigungen und deren Angehörige wendet. An Bord befindet sich Infomaterialien, Vorlesegeräte und viele weitere Hilfsmittel. Die Mitarbeiter des Mobils beraten und unterstützen rund um Augenerkrankungen. Weiterhin sind sie behilflich bei der Orientierung und dem Austausch mit Gleichbetroffenen. Am 17. Juni stehen sie auf dem Nikolaiplatz von 10 bis 12 Uhr. Und von 13 bis 15 Uhr in Blankenburg auf dem Edeka-Parkplatz. Am Pfingstwochenende fand bei strahlendem Sonnenschein der schon traditionelle Töpfermarkt in Wernigerode statt. Thank you.
Die Wernige Röder, Abgeordnete, die vor einigen Jahren als Studentin an der Hochschule Harz selbst mal an einem Mentoring-Programm teilgenommen hat, wird nun für dies bei Studierenden und anders politisch interessierten jungen Menschen. Evelyn Edler erklärt, dass die Teilnehmer die Gelegenheit haben, einen Abgeordneten als Mentor bei öffentlichen Terminen, politischen Veranstaltungen und in Gremien begleiten können. Einblicke in politische Entscheidungsstrukturen und Abläufe können so gewonnen werden. Wie Evelyn Edler weiter mitteilt, richtet sich das Programm vor allem an junge Menschen, die Verantwortung in Politik und Gesellschaft übernehmen wollen. Nach 8 Monaten Bauarbeiten rollt der Verkehr wieder. Die groß angelegte Baumaßnahme wurde in 2 Bauabschnitte unterteilt und war als Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken Wernigerode ein langer Bauprozess. Die Straße unter den Zindeln ist nun wieder freigegeben. Der erste Bauabschnitt begann im September 2012 und wurde im Juli des vergangenen Jahres fertig. Der 200 Meter lange Abschnitt führte zum Heldtower Platz. Auf der Seite des Ochsenteichgeländes wurde ein Betonsteinpflaster mit Granitvorsatz gestalteter Gehweg neu angelegt. Der 2. Bauabschnitt startete am 10. Oktober. Analog zum vorherigen Abschnitt wurde die Fahrbahn auf 7 Meter Breite ausgebaut, mit Asphalt befestigt und Bordeinfassungen gesetzt. Außerdem bekam der Platz eine Trafostation und die Straße wird nun beleuchtet. Auf den Erhalt der Bäume wurde besonders viel Wert gelegt. Insgesamt verbauten die beauftragten Firmen rund 950 Meter Granitborde, 3500 Quadratmeter Asphalt und 2500 Quadratmeter Betonsteinpflaster. Die Landeskonferenz Sachsen-Anhalt begrüßt die jetzt von Bund und Ländern erzielte Einigung zur künftigen Verteilung der BAföG-Kosten und Finanzierung des Pakts für Forschung und Innovation. Mit der Übernahme der Ausbildungsförderung durch den Bund wird Sachsen-Anhalts Landeshaushalt nach Auskunft der Finanzminister jährlich um gut 18,5 Millionen Euro entlastet. Daher fordert die Landesrektorenkonferenz, dass ein wesentlicher Teil dieser Mittel bereits ab 2015 für den anlaufenden Entwicklungsprozess an den Hochschulen genutzt wird. Die Hochschulleitungen erklären zugleich, dass sie an den Vereinbarungen festhalten. Zugleich sehen sie sich in der Pflicht, Strukturmaßnahmen an den Schulen durchzuführen. Das Wasserschloss Westerburg bei Dedeleben ist seit Jahren ein Ort der kulturellen Begegnungen. Mit der großen Zeitreise beginnt ab dem 13. Juni der 15. Westerburger Kultursommer. Bis 15. Juni werden unter anderem französische, schwedische oder auch sächsische Truppen mit Kanonen und Musketen antreten und Übungen abhalten. Viele weitere Höhepunkte bietet der Kultursommer durch die Kooperation mit dem Nordharzer Städtebundtheater. Die Aufführung des legendären Sommernachtstraums ragen hier ganz besonders heraus. Weitere Informationen zu diesen und vielen anderen Veranstaltungen sind auf hotelwesterburg.de zu sehen. Zum 17. Mal hat Wernigerode den Literaturwettbewerb ausgeschrieben. Mit beeindruckenden Werken der Schüler der 4. bis 12. Klasse wurden tolle Plätze erzielt. So, herzlich willkommen. Schön, dass ich wieder hier sein darf, auch heute, zur Auszeichnungsveranstaltung des 17. Literaturwettbewerbs. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei denen, die das seit vielen, vielen Jahren organisieren, vorbereiten und durchführen, ganz herzlich bedanken. Das ist insbesondere durch die Schreibwerkstatt unter Leitung von Frau Schulz und die Begleitung durch die Chöre und durch die Musiker der beiden Gymnasien. Ein herzliches Dankeschön vorweg. Es ist, wie in den vergangenen Jahren auch, zu 2 unterschiedlichen Themen dieser Wettbewerb ja ausgelobt worden. Und die etwas Jüngeren unter euch durften sich mit dem Thema Mensch und Tier befassen. Und so wie ich hier meinen Unterlagen entnehme, war das offensichtlich das, wo auch unsere Mitarbeiter etwas zu schreiben konnten. Bei dem zweiten Thema dann, was nämlich, wenn es dann um den Goethe geht und um, soweit ich das weiß, sind es die Leiden des jungen Werther. Niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat. Da steht gar nichts weiter und da müsste ich mir selbst noch die Mühe machen, da was rauszusuchen. Also, ich denke, es ist wie immer, wie all die vergangenen Jahre auch, ein sehr spannender Wettbewerb gewesen. Und die Teilnehmerzahl, wenn ich das richtig gelesen habe, waren das über 150 Schülerinnen und Schüler. Das ist sehr bemerkenswert. Und ein Dank an die Schülerinnen und Schüler, aber insbesondere natürlich auch an die Jury, die sich die Mühe
gemacht hat, sicherlich mit viel Freude, aber auch mit viel Engagement und mit einem hohen Zeitaufwand, all diese Schriftstücke, die epischen Werke der jungen zukünftigen Künstler zu lesen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Heute sind ja nur die Siegerinnen und Sieger hier und vielleicht können die Lehrerinnen und Lehrer das mitnehmen, auch ein herzliches Dankeschön an die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu sagen. Ja, zum Thema Tier und Mensch, ich will das auch gar nicht so lang machen, das betrifft ja in der Tat sicherlich sehr viele und die meisten von uns sind in irgendeiner Weise schon mal mit einem Tier zusammengekommen, sei es die Mücke gewesen, die uns gestochen hat. Da hat man natürlich eine etwas eingeschränktere Freude über das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier. Anders stellt sich das sicherlich dar, wenn man einen guten Freund hat, einen Hund, ein Meerschweinchen oder was auch immer. Ich habe einen schönen Spruch gefunden und ich glaube, da ist auch viel Wahres dran, weil es die Beziehung zwischen Mensch und Tier sicherlich nicht nur positiv ist, sondern wenn man gerade so auch an das Thema Ernährung denkt und an Massentierhaltungen und Ähnliches, auch das sind Tiere, da sind die Menschen sicherlich nicht gerade auf dem richtigen Wege, etwas Gutes für das Zusammenleben zu tun. Es werden mehrere Jahrtausende von Liebe nötig sein, um den Tieren ihr durch den Menschen zugefügtes Leid zu vergelten. Ich denke, da ist sicherlich etwas dran. Ihr habt es mit euren Werken getan und ich freue mich darauf, nachher auch das ein oder andere dann nochmal ganz kurz zu hören. Das zweite Thema für die etwas größeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat. Ich denke, das trifft sicherlich für jeden in irgendeiner Phase des Lebens auch einmal zu. Und wir wissen manchmal nicht, welche Kräfte in der Tat in uns stecken, um das, was wir erreichen wollen, erreichen zu können. Wir dürfen halt nur nicht aufgeben. Es ist sicherlich ein Zufall, dass dieses Thema ausgewählt worden ist, aber wenn ich das richtig weiß, ist es genau vor 240 Jahren veröffentlicht worden, 1774. Die Leiden des jungen Werther, 1774 in Leipzig veröffentlicht. In dem Stück, und das kennen wir auch noch, die früher mal zur Schule gegangen sind, geht es um einen jungen Mann, der unsterblich verliebt ist und letztlich dann seine Geliebte aber doch nicht sein eigen nennen kann. Der Werther akzeptierte keine Grenzen. Ich denke, das ist auch das, was heute noch bis in die heutige Zeit getragen werden kann oder getragen wird, weder in der Liebe noch im Leben. Aber dem Ende dann, dem Werther, sollte man sicherlich nicht nacheifern, auch wenn es da zumindest nach Veröffentlichung des Buches einen gewissen Nachahmeffekt gegeben hat. Es gab dann viele Jahrzehnte, Jahrhunderte später, kann man sagen, nochmal eine Art Neuauflage von Plenzdorf, die neuen Leiden des jungen W. Das habe ich mit großer Freude gelesen und kann mich daran noch sehr, sehr gut erinnern. Als Fazit vielleicht an dieser Stelle zu diesem Stück gilt das Unbedingte, unbedingt für alle. Das kann man sich wirklich immer fragen. Das frage ich mich in dem Moment auch, ob ein Oberbürgermeister immer einen Anzug anhaben muss bei einer solchen Wärme wie am heutigen Tage. Ich möchte nochmal allen ein Dankeschön sagen. Gratuliere schon jetzt den Preisträgerinnen und Preisträgern. Und wir werden jetzt, nachdem es noch ein Musik... Nein, es gibt gleich die erste Preisverleihung. Dann werde ich mich dann auch bei allen nochmal ganz herzlich persönlich bedanken. Dankeschön und einen schönen Nachmittag. So, ich freue mich, dass ich wie in jedem Jahr das 17. Mal hier alle Gäste begrüßen darf, die so erfolgreich an diesem Literaturwettbewerb teilgenommen haben. Es ist wirklich immer eine Freude, das zu lesen und ich muss auch zur Jury, der Oberbürgermeister hat es ja auch nochmal gesagt, zur Jury sagen, die mussten wirklich ganz, ganz fleißig arbeiten. Sie besteht immer bloß, damit keine falschen Gedanken da kommen, sie besteht immer aus Schülern und Lehrern. Ne? Das hat sich vielleicht inzwischen rumgesprochen, die schon länger dabei sind, damit das ein gutes Gemisch ist. Und ihr werdet das manchmal merken, die Preisträger, manchmal konnte man sich einfach nicht einigen und dann hat man das salomonisch gemacht, dann gab es eben von einem Preis gleich oder für einen Preis zwei Preisträger. Das geht ja auch nicht, das ist ja auch nicht das Problem. Eine ganze Besonderheit haben wir heute noch, das möchte ich auch dazu sagen, wir haben nämlich einen besonderen Gast, den einige von euch, die gerne schreiben, vielleicht auch schon kennen. Das ist Herr Jürgen Jankowski, Leiter des Bödecker Literaturkreis e.V. und ganz lange schon Betreuer auch von Literaturwerkstätten in Güntersberge,
denke, da war der eine oder andere noch schon oder kommt vielleicht auch noch. Anne sehe ich da auch gerade. Schön. Ja, ganz viele, die auch heute da sind, die schon lange dran teilgenommen haben. Jagen, fressen, schlafen, spielen. Krallen kann sie manchmal sehr. Lauern fällt ihr gar nicht schwer. Ich tritt aus dem Haus, ihr weg neben der Wiese. Ich spüre, wie mein Herz höher schlägt und ich den Atem erheitere. Ihr seid die Welt Vivien und mir war alles egal. Den ganzen langen Tag habe ich nur von der Glotze gehofft und in der Schule saß ich immer am Smartphone. Die Scheibe war von ihrem Atem bereits beschlagen. Derart tagträumend erschrak sie beinahe zu Tode, als ein urplötzlicher Schrei die Stille zerbrach. Bis dahin alles Gute denen, die noch im Abitur stehen, beste Erfolge, denen, die das nächstes Jahr vor sich haben, jetzt schon auch beste Erfolge und den anderen viel Spaß im Schwimmbad. Danke. Der Tag der offenen Tür in der Klinik für Allgemein- und Gefäßchirurgie lädt am 21. Juni alle Interessierten von 10 bis 14 Uhr ein. Aus diesem Anlass möchte die Klinik den Bürgern ihre Arbeit der Chirurgie vorstellen und einen Blick hinter die Kulissen der Klinik werfen. Chefarzt Dr. Gramann und sein Team werden gefäßchirurgische Maßnahmen demonstrieren und Videobeispiele operative Eingriffe zeigen. Zum Abschluss der Veranstaltung kann gefragt und diskutiert werden. Herzlich sind Jung und Alt zu einem Frühlingskonzert mit dem Kinderchor des Landesgymnasiums für Musik eingeladen. Etwa 70 Kinder werden unter der Leitung von Rainer Fiala am 18. Juni mit ihrem Gesang in der Silvestrikirche die Besucher erfreuen. Um 15 Uhr werden viele Musikbegeisterte erwartet. Ein Open-Air-Konzert der Bundeswehr zu einem guten Zweck. Oberbürgermeister Peter Gaffert organisierte mit der Big Band der Bundeswehr ein Benefizkonzert zum Wohl des Vereins Krebskranke Kinder und des Fördervereins Kinderklinik. Alexander Meintke berichtet. Ein begeisterndes Musikspektakel ereignete sich auf dem Wernigeröder Marktplatz. Das Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr hat gleich in mehrfacher Hinsicht für einen mitreißenden Abend gesorgt. Wie beim ersten Auftritt vor 3 Jahren, an dem 15.000 Euro Spenden für den Verein Krebskranke Kinder zusammengekommen waren, übernahm Oberbürgermeister Peter Gaffert auch in diesem Jahr wieder die Schirmherrschaft. Ich bewege mich gern und ich bewege auch gern etwas. Und als ich vor 5 Jahren in die Tour der Hoffnung mit aufgenommen wurde und die Tour hier erstmals in Wernigerode Station machte, war ich auch gefangen von dem Spirit, der von dieser Tour der Hoffnung ausging, nämlich mit sportlichen Aktivitäten und vielen anderen Aktionen Menschen zu helfen, die in Not, insbesondere die krank sind. Und wir haben uns hier seit Jahren engagiert, auch für diese Sache und dankenswerterweise auch durch die Kontakte, die durch die Tour der Hoffnung zustande gekommen sind, war die Big Band der Bundeswehr vor 3 Jahren erstmals hier in Wernigerode. Ich glaube, da war es 10 Grad kälter gefühlt. Es waren nicht ganz so viele Menschen hier wie heute und das war ein riesiger Erfolg damals und daraus ist hervorgegangen auch die Gründung eines Vereins, dazu kommen wir gleich noch, was uns sehr freut, nämlich ein Verein, der krebskranke Kinder und Familien mit krebskranken Kindern unterstützt. Und das ist auch der Anlass ja dieses heutigen Konzertes und ich war natürlich gern bereit, das wieder mitzuorganisieren und die Schirmherrschaft zu übernehmen. Und ich freue mich riesig auf das Konzert und ich freue mich natürlich, dass der ein oder andere von Ihnen nachher uns auch mit einer Spende unterstützen wird. Gut gelaunte Profimusiker und die stimmgewaltige Gualia hetzen den über 1000 Zuschauern kräftig an. Das Ensemble um Bandleader Christian Weiper verbreitete mit Swing, Jazz und bekannten 80er-Jahre-Pop wie tausendmal berührt, Abenteuerland und ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein, gute Laune und machten zugleich Werbung für die Arbeit der Bundeswehr. Ohne
Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zu Ruhe. Das, was ich will, bist du. Tausendmal berühren. Come on! Über die zusammengekommene Spende von 13.000 Euro für den Verein Krebskranke Kinder sowie den Förderverein der Kinderklinik waren alle überrascht. Nun investieren sie in die Aufgaben der Nachsorgestation im Harz und unterstützen betroffene Familien und Präventivprojekte. Und das war Break, das Infomagazin im offenen Kanal Wernigerode. Alle Themen können Sie jederzeit nochmal nachlesen ab der Videotextseite 605. Ich blicke mit Ihnen jetzt noch auf das Wetter.